Bei den nächsten Besuchern auf der Wache Köln-Mülheim schrillen bei Robin Sturm und Moritz Breuer sofort alle Alarmglocken. Was ist Ihnen passiert? Ganz ruhig. Was ist das? Ist das ein Messer? Geben Sie mir das einmal bitte. Was ist Ihnen passiert? Ich weiß es nicht. Alles okay bei Ihnen? Nehmen Sie mal die Hände da weg. Ich weiß nicht, was ist. Ich komme mal rüber zu Ihnen. Ganz ruhig. Haben Sie irgendwo Verletzungen? Überall Blut. Ich bin heute Morgen so aufgewacht mit dem Messer. Ich kann aber nicht sagen, was das jetzt ist. Tut es in der Hand oder irgendwo stecken? Nein, es lag auf mir. So bin ich aufgewacht. Wo sind Sie, zu Hause aufgewacht oder außerhalb? In meinem Bett. Und dann kommen Sie erstmal zur Wache und wollen nicht mal einen Krankenwagen rufen oder was? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe gedacht, erste Station ist Polizei. Ich fasse jetzt mal kurz an, dass ich mir angucke, was Sie jetzt hier haben. Drehen Sie sich mal um. So, und wer sind Sie? Ja, ich bin sein Kumpel, ich passe auf ihn auf. Okay, am Kopf oder was? Ja. Sie haben auf ihn aufgepasst. Ja, wir waren gestern feiern und heute hat er mich angerufen und meinte, er sei voller Blut mit einem Messer. Und dann dachte ich, wir kommen vielleicht hierher besser. Einmal zeigen. Ich habe gerade auf dem Hinterkopf was gesehen. Ja, der hatte auf jeden Fall was. Hab ich irgendwas? Wo tut's denn am meisten weh? Hier hinten tut's am meisten weh. Ja. Ich hab's nicht gesehen, konnte ich in den Spiegel. Aber Sie, sonst alles erstmal dran? Nee, sonst ist eigentlich alles okay. Ja. Fühlen Sie sich soweit gut oder brauchen Sie einen Rettungswagen? Also Sie sehen auf jeden Fall so aus, als würden Sie später auf jeden Fall noch mal in die Klinik müssen. Wissen Sie, wie Sie heißen? Ja, Tim. Weiter? Tim Beckmann. Einen Rettungswagen möchte der Verletzte erst einmal nicht. Was der 24-Jährige schildert, ist haarsträubend. So, und Sie können sich so richtig an nichts erinnern? Das Einzige, an was ich mich erinnern kann, ist, dass ich mit Marvin feiern war. Ja. Und letztes Mal habe ich auf die Uhr geguckt, es war kurz vor zwei. Dann bin ich rausgegangen, wollte nach Hause gehen und dann bin ich aufgewacht. So sind Sie aufgewacht. Aber zu Hause oder? Zu Hause, mit dem Messer in der Hand. Wie viel haben Sie denn gestern getrunken? Das ist es ja nicht viel. Drei Bier, ein Schnaps, das war's. Okay, fühlen Sie sich in der Lage, kurz mal einen Alkoholtest mit mir zu machen? Logo, klar. Ich würde mir nämlich mal die Arbeit ein bisschen erleichtern, damit ich das auch einschätzen kann. Der junge Mann hat nur 0,1 Promille. Folglich kann er gar nicht so betrunken gewesen sein, dass er einen Filmriss hatte. Eine merkwürdige Geschichte, die auch Robin Sturm überprüft. Was haben Sie für Alkoholiker getrunken? Wie viel? Naja, wir hatten da ein paar Biere und dann noch ein paar kurze. Aber er hat vor allem viele getrunken. Ich glaube, 8 oder so hat er. Also dementsprechend könnte es sein, dass es auch am Alkohol vielleicht liegt. Ja, vor allem, er verträgt das auch nicht so gut. Ja. Aber der hat sich echt richtig die Kante gegeben gestern Abend. Deswegen bereue ich es auch, dass ich ihn nicht begleitet habe. Ich dachte, der schafft das alleine, aber... Ja, ich nehme das jetzt erstmal so auf, weil bis dato, bis sie sich getrennt haben, können sie danach gar nichts mehr sagen. Nee, überhaupt nicht. Ich habe dann erst dann heute Morgen von ihm Anruf bekommen, dass da was nicht stimmt. Ja, gut. Der blutverschmierte junge Mann hatte seiner Freundin Bescheid gegeben, dass er auf der Wache ist. Um herauszubekommen, was dem Lebensgefährten zugestoßen ist, gehen die Kommissare die Einsätze der letzten Nacht durch. Und siehe da, ein Mann hat in unmittelbarer Nähe des Wohnortes des Verletzten einen Überfall gemeldet. Tatort ist wohl Windmühlenstraße 143. Hier hast du die Täterbeschreibung, Mitteleuropäer 1,71, Brille, Nasenpiercing, Vollbart. Ja, das ist er doch. Ja, dunkelblond. Und Melder ist hier der Stefan Möhring. Ah, das ist der, ne? Also von der Beschreibung her ist wirklich jetzt... Also auch von der Größe. 1,70 ist jetzt auch nicht so der Lulatsch, ne? Brille, Nasenpiercing, Vollbart. Hat er alles. Ja. Okay, also wir bestellen jetzt Ich rufe den Stefan Möhring an, dass der vorbeikommen soll. Vielleicht kann der ein bisschen was dazu sagen. Ja. Ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ist der Verletzte vielleicht ein Gewalttäter? Auch Tom Meyer und Hanna Becker steht ein eigenartiger Fall bevor. Die Beamten fahren Streife durch Köln-Port. Guck mal, da ist jemand drin. Arnold für die 1538. Arnold hört. Pass auf. Ich hab sie. Alles gut, können Sie mich hören? Hallo, hier ist die Polizei. Gib den Funkspruch durch. Wo bist du? Das wir in der TV brauchen. Ist sie noch angeschnallt? Arnold, wir brauchen zu unserem aktuellen Standort unbedingt einen RTW. Können Sie mich, da ist ein Handy auf dem Beifahrersitz, siehst du das? Verkehrsunfall, eine bewusstlose Person. Hören? Was liegt da? Das Handy. Vielleicht haben wir Informationen von mir. Hat sie noch Puls? Ja, die hat Puls, sie atmet auch. Okay. Aber ist nicht ansprechbar. Ich lasse sie erst mal drin, das sollen die Jungs von dem Ding machen. Ja. Der Polizeioberkommissar gibt das Kennzeichen zur Überprüfung an die Leitstelle durch. War es ein Unfall? Und wie schlimm steht es um die junge Frau? Guck mal, wer da kommt. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind bestimmt... Ich komme gerade vom Dienst. Brauchen richtig, genau. Ich brauche Ihre Hilfe. Okay. Guck
Gucken Sie mal, wir haben ja den Verkehrsunfall hier angetroffen oder aufgefunden. Die junge Dame hat Puls, der Rettungswagen ist schon verständigt. Ja. Wir würden Sie jetzt gerne so hier sitzen lassen, weil nicht, dass da irgendwelche Verletzungen im Halsbereich ist. Ja, würden Sie was anderes empfehlen? Nee, ich würde Sie jetzt erstmal sitzen lassen, das ist besser. Vielleicht können Sie ja noch mal am Puls fühlen oder so, ob der Puls in Ordnung ist. Sie wohnen hier irgendwo? Ja, ich wohne hier direkt gegenüber. Okay. Hier in der 5? Ja, in der 5. Weil Sie da hingezeigt haben? Ja. Okay, alles klar. Dann vielen Dank erstmal und wir bleiben bei der jungen Dame. Ja. Und Sie wollen wahrscheinlich auch jetzt schon Feierabend machen? Ja. Okay. Wenn der RTW müsste auch jeden Augenblick ankommen. Wir bleiben ja hier und überwachen Sie. Ja, okay. Ich komme gleich noch mal rum und gucke. Oh. Moment mal, Entschuldigung. Was denn? Das Skateboard. Das ist von meinem Sohn, Luis. Von Ihrem Sohn? Ja. Was habt ihr? Aber das kann ja eigentlich nicht sein. Der ist auf dem Geburtstag. Und am Fahrzeug liegt niemand. Also, das hat Entschuldigung, ich muss ihn jetzt mal rufen. Rufen Sie ihn an. Also jetzt. Ja. Tom, guck mal hier vorne. Ja. Ich ruf mal eben. Okay. Also vielleicht haben wir noch irgendwen, der hier verletzt wurde. Luis, sag mal, kannst du mir mal sagen, wo du bist? Ach, bei Sascha auf dem Geburtstag. Ja, nee, ist alles okay, gut. Nein, kein Stress. Ja, alles gut, bis heute Abend, Schatz. Tschüss. Also dem Luis geht's gut, ja? Ja, dem geht's gut. Also das verstehe ich jetzt aber nicht. Es ist sein Skateboard. Ja, aber ich weiß, dass meine Söhne schon mal die Garage auflassen. Söhne? Haben Sie Söhne gesagt? Ja, ich habe 2 Söhne. Aber der andere Sohn darf das Skateboard gar nicht benutzen. Das habe ich denen verboten. Gucken Sie mal, ob es denn gut geht. Ja, aber ich muss jetzt erst mal gucken. Ja, gucken Sie mal bitte. Die Garage steht weit auf. Ich habe denen schon 100-mal gesagt, dürfen die nicht auflassen. Offenbar ist die bewusstlose junge Frau mit einem Skateboardfahrer kollidiert. Doch wo ist der 2. Unfallbeteiligte? Hat Arnold was zu dem Halter gesagt? Ja, das war der Herr. Der wurde verständigt. Und jetzt warten wir, was jetzt dabei rauskommt. Also danach nicht mehr. Genau. Aber jetzt muss ich erst mal gucken, was mit dem denn? Guck mal. Guten Tag. Guten Tag. Moment. Lassen Sie die Kollegen arbeiten. Alles gut. Alles gut, alles gut. Oh, Sie brauchen auch einen RTW vielleicht? Einmal ruhig. So. Wer sind Sie denn? Ich bin der Vater. Sie sind der Vater. Sie sind der Halter? Okay, die Kollegen kümmern sich jetzt erstmal um ihre Tochter, ne? Lassen Sie sie erstmal arbeiten, wenn wir uns einmischen, dann. Also wir sind ganz normal Streife gefahren und haben hier diesen Verkehrsunfall vorgefunden. Haben versucht, ihre Tochter auch anzusprechen, sie war nicht ansprechbar. Ja, aber sie hat Puls und alles gehabt. Jetzt machen erstmal die Kollegen, ja? Ihrer Tochter geht's erstmal gut. Ja? Ja, sehe ich wohl. Bleiben Sie in der Nähe, aber lassen Sie die Kollegen arbeiten, ja? Die Kollegen vom Rettungsdienst kümmern sich. Ich hab wohl die Grippe. Ja. Seit 3 Tagen. Wir haben uns eigentlich nur durch die Tür unterhalten. Sie und Ihre Tochter? Ja, weil. Hat Ihre Tochter. Weil sie nicht anstecken wollte. Haben Sie gewusst, dass sie das Auto mitgenommen hat? Nee. Wie alt ist Ihre Tochter? Ja, 17. Hat sie. Gartenführerschein. Sie kann auch super fahren. Ja, aber nur in Begleitung eines Erwachsenen, ja, oder? Richtig, und das bin ich. Ja, und Sie sind nicht mitgefahren. Die Gesetzeshüter fragen sich, warum die 17-Jährige alleine gefahren ist. Ein Schrei der Krankenschwester reißt sie aus ihren Ermittlungen. Ich muss mal einmal gucken. Ja, gucken Sie mal. Hast du das? Hilfe? Gehen Sie mal zur Seite, bitte. Wie heißt der? Kilian. Kilian? Sohn? Ja. Holst du mal die Kollegen von dem Rettungsdienst zum S1. Kilian, kannst du uns hören? Alles, was passiert? Alles dreht sich. Okay, da kommt jetzt gleich jemand vom Rettungsdienst und der schaut sich dich an, ja? Alles gut, halt durch. Haben Sie das hier aufgefunden? Ja. Ich verstehe das überhaupt nicht. Weil normalerweise, Kilian, was hast du denn gemacht? Du solltest doch beim Nachhilfeunterricht sein. Mein Gott. Der junge Mann wurde hier gerade von der Mama aufgefunden. Ja. So. Hast du ihn? Ja, schon. Leg meinen Kopf zurück. Wie heißt der? Kilian. Kilian. Laura ist ansprechbar. Das Mädchen da draußen in dem Wagen?
Okay, alles klar. Du kommst jetzt mal klar, ja? Ich komm klar, alles okay, klar. Okay, dann gehen wir noch mal wieder raus. Antworten suchen auch die Polizisten auf der Wache Köln-Mülheim. Sie vernehmen den jungen Mann, der in der letzten Nacht überfallen wurde. Herr Möhring, nehme ich an. Ja, Stefan Möhring, Sie haben mich angerufen. Klappmann, genau. Richtig, es gibt Neuigkeiten bezüglich Ihres Falles. Sie haben ja heute Nacht den Kollegen eine Meldung über den Raub gegeben, dass Sie überfallen worden sind. Man sieht es ja auch, Sie sind ziemlich übel zugerichtet. Übel zugerichtet. Was ist Ihnen entwendet worden? Können Sie das nochmal darlegen? Ja, eine ganz, ganz gute Kette von mir, die ein Erbstück auch noch ist von meiner Oma. Ne? Dann eine Uhr, eine sehr, sehr gute und zum guter Letzt auch noch 80 Euro. Und diese Person, die hat ein Messer gehabt. Ich weiß nicht, was für eine Art Messer es war. Ich kenne mich auch nicht so gut damit aus. Ja. Wie gesagt, Sie sehen es ja. Also Sie wurden wirklich hier angestochen mit dem Messer? Ja. Also hier ist am tiefsten wirklich. Okay. Ja. Ja, nicht schön. Okay. Es ist nicht schön, überhaupt nicht schön. Gut, weswegen Sie angerufen haben, wir haben hier wohl einen Tatverdächtigen. Das passt wohl mit Ihrer Beschreibung überein. Das wäre super. Ja, und eventuell... Wo ist er denn? Dort drüben. Kann der das sein? Das ist er auf jeden Fall. Was bist du für ein Arschloch? Was soll das? Guck mal, was hast du gemacht? Ganz ruhig bleiben, ne? Das ist er auf jeden Fall. 100%. Er ist das auf jeden Fall. Ich erkenne ihn wieder. Haben Sie das Messer beschlagnahmt? Wir haben hier verschiedenste Gegenstände. Du brauchst nicht so zu gucken, ich weiß, dass du das warst. Was hast du mit mir gemacht? Im Konferenzraum reinpacken. Kommen Sie aber mit. Bitte, Herr Möhring. Einmal dort lang. Gibt der Beschuldigte nur vor, einen Filmriss zu haben, um die Tat zu vertuschen? Die Ermittler fordern den 24-Jährigen auf, seine Taschen zu leeren. Was sie finden, wirft Fragen auf. Ja, guck dir mal die Rückseite an. Also wir haben hier zwei, also Initialen gehe ich mal von aus, G.R. So, aber Sie heißen ja Marvin Köpke. Das wäre nach Adam Riese M und K. Richtig, oder? Aber die waren da schon immer drauf, ne? Also, wir haben das gefragt. Drauf. Das müssen ja keine Initialen sein, die ich Ihnen gerade gemacht habe. Kollege hat gerade gefragt nach einem Alleinstellungsmerkmal. Vielleicht ist es auch die Marke der Uhr, oder? Die Marke der Uhr ist nicht wie er. Müll verkaufen, oder was? Ist noch ganz offensichtlich ist das eine Gravur, ich wollte gerade sagen, die auf irgendeinen persönlichen Bezug hindeutet. Deshalb habe ich ja gerade so doof gefragt. Hast du die Persos von den anderen noch? Ich muss nur noch von ihr Ich habe den von Herrn Beckmann. Ja, zeig mal her. Opa, Titus, mein Name ist Wettstein. Und ihn? Von ihm? Ja, von ihm haben wir doch auch schon. Nee, haben wir noch nicht. Moment. So. Jetzt guck dir das mal an. Hab ich auch fast gedacht. Die Adressen. Okay. Er scheint beide gleich zu sein. Herr Möhring und Herr Köpke. Ja. Was haben die zu euch gesagt? Können Sie mal herkommen? Ja. Sie kennen sich nicht? Nee. Und kenne ihn gar nicht, noch nie gesehen. Wie groß ist denn Ihr Haus, wo Sie wohnen? Ja, drei Stockwerke. Drei Stockwerke. Dann kennt man sich nicht, wenn man im gleichen Haus wohnt? Das ist mir aber neu. Was? Uni, haben die gleiche Anschrift? Das ist die gleiche Hausnummer. Beide Wettsteinstraße 4. Ah. Mhm. So, vielleicht ist er arbeiten den ganzen Tag oder weiß ich nicht was. Man muss doch nicht immer seine Nachbarn kennen, ich bitte Sie. Man muss nicht immer seine Nachbarn kennen, aber zumindest mal vom Blick her. Man sagt ja mal Tschüss oder Guten Morgen oder Moin oder wie auch immer. Also bei drei Stockwerken kann man auch davon schon ausgehen, ne? Aber sollte man. Ja, ich habe die Zeit kommt in der anderen, die ist doch unlogisch, ich bitte Sie. Unlogisch klingt für uns gerade eher, dass Sie ihn nicht kennen und umgekehrt genauso. Das ist für mich unlogisch. Sie sind beide fast im selben Alter, sagen, sie kennen sich nicht, wohnen im selben Haus. Also ganz ehrlich, irgendwas stimmt da nicht. Ja, komm, dann sag es doch jetzt. Hey, was fängst du jetzt damit an? Bitte. So, jetzt einer kommt jetzt mit der Sprache raus und der andere hält jetzt die Klappe. Also, ja, ich glaube, er einer redet jetzt. Wir sind mal ganz still jetzt, ja. Ja, wir haben einen Plan zusammen gemacht, weil mein lieber Herr Nachbar ist scharf auf die Freundin von... Was? Ihm da vorne. Wieso erzählst du das? Ruhe jetzt mal hier. Wir haben uns zu Hause ausgeheckt, dass wir ihm Schlaftabletten und K.O.-Tropfen unterjubeln und dann. Wie habt ihr das gemacht? Beim Trinken oder was? Die beiden sind zusammen in die Disco gegangen und ich habe dann natürlich gewartet und. Ja. Und dann habt ihr ihn abgefüllt, K.O.-Tropfen? Dann nach Hause gebracht, hat der nette Herr Nachbar dann ihn und ich habe sie dann angerufen, dass ich überfallen wurde. Wer hat sie zusammengeschlagen? Niemand. Waren Sie das selber oder was? Ja, wir haben das zusammen gemacht, diesen Plan. Ich habe 2000 Euro dafür angeboten.
Du willst die Kohle haben, warum erzählst du das jetzt hier? Ja. 2000 Euro. Also Beweise, dass einmal das Diebesgut, das angebliche, das Foto von der Person, damit ich auch genau weiß, wie die Person die aussieht. Die Uhr wurde Ihnen zur Verfügung gestellt, dass es das Diebesgut sein soll. Das sind Fotos, die er mir geschickt hat, natürlich. Und das ist das Foto, damit Sie sich den damit Typen mal merken. Damit ich weiß, wer es ist. Und ja, natürlich. Das ist ja jetzt nicht Ihr Ernst, oder? 2000 Euro, ich meine, ich habe keine Arbeit momentan, ich kann das gut gebrauchen, ne? Aber wer hat Sie zusammengeschlagen? Das waren Sie doch nicht selber. Ja, das waren... Doch, wir haben uns die Wunden... Sie haben sich selber ins Gesicht gehauen? Er hat mir die gestern Abend zugefügt, also vorerst, ja. Also doch. Er hier, Marvin, er hier, bist du? Er hier, ja. Und wer hat Herrn Beckmann verletzt? Hey, Marvin. Ja? Wer hat Herrn Beckmann verletzt? Das frage ich mich jetzt auch. Ja, hey, wer? Sag es doch. Wer hat ja, okay, ich geb's zu, ich bin ja nach Hause gefolgt und dann hab ich... Spinnst du? Hey, Marvin, du willst mich jetzt verarschen, oder? Wegen ihr? Ja, wegen mir. Du weißt genau, was ich in sie verliebt. Du weißt genau, was ich in sie verliebt gewesen bin. Also dann. Ja, gut, haben wir jetzt verstanden, ja. Ich würde ihn jetzt einmal schon mal bei mir ins Zimmer tun. Ja, das wird wahrscheinlich uns gegenseitig an, ja, würde ich sagen. Wir separieren wir die wieder. Wir haben das hier, denke ich, mal aufgelöst. Belehrt sie einfach nochmal, was jetzt alles weiter passiert und dann. Gut, wir können auch alles weitere alles sagen, beziehungsweise auch einen Rechtsbeistand dazu nehmen, ja? Die Täter wollten den Freund der 23-Jährigen mit ihrer Intrige ins Gefängnis bringen, damit sich der verliebte junge Mann an sie heranmachen kann. Auch in Ports fordern die Beamten die Unfallfahrerin auf, Klartext zu sprechen. Die junge Dame, ist jetzt ansprechbar. Was hast du denn dabei gedacht? Es tut dir leid, hätte sonst was passieren können. Mensch, was machst du denn für Sachen? Da hat der Papa natürlich recht, ne? Sie wissen ja, dass Sie das nicht tun dürfen, ne? Und schon gar nicht ohne Begleitung eines Erwachsenen. Ja, ich wollte meinen Freunden. Papa ist ja krank. Ja, trotzdem. Ne, wenn man was möchte, muss man auch die Konsequenzen berücksichtigen. Ja. Also hoffentlich ist das dir erstmal in der Rede, ja? Kannst du uns einmal erzählen, was denn genau passiert ist? Ja, ich wollte meinen Freund fahren und plötzlich ist einfach dieser Skateboardfahrer. Er ist einfach da rumgekommen, aus dem Nichts, und es war das Auto. Und dann waren alle Lichter aus. Okay, das heißt, vermutlich hast du den jetzt umgefahren, ja, den Skateboardfahrer? Ja. Warst du irgendwie abgelenkt oder irgendetwas? Nein, der kam aus dem Nichts, aus der Ecke. Bist du zu schnell vielleicht unterwegs gewesen? Nein. Gar nichts? Nein, ich weiß, wie ich fahre. Okay. Hast du irgendetwas genommen, irgendwelche Substanzen? Nein. Alkohol getrunken oder sowas? Ich trinke nicht. Gar nichts. Okay, was macht ihr jetzt mit der Dame? Wir bringen sie erstmal ins Krankenhaus. Ins Krankenhaus, ne? Sonst eher, habt ihr irgendwelche anderen Verletzungen verstehen können? Erstmal so gar nichts. Erstmal gar nichts. Wie sieht es mit dem Hals aus? Erstmal dran, vorsorglich dran machen. Ist der Fleck. Ich denke bestimmt, können wir das, ne? Ja, klar, können mitfahren. Okay. So, wir legen sie jetzt noch rein. Oder ist er der junge Mann? Die hat ein Handy in der Hand gehabt. Was redest du da? Er hat mich angefahren. Nein. Das hast du sehen können? Ja, sie ist mit Schlangenlinien hier lang gefahren. Und im letzten Moment habe ich noch ein Handy vor ihr gesehen. Hast du das ehrlich gemacht mit dem Handy hier rumfahren? Oder? Du spinnst doch wohl. Wir haben doch das Handy gesehen. Ich guck mal. Erstmal klaust du den Schlüssel und dann noch mit dem Handy? Hast du Selfies gemacht oder was? Ich glaube, ich spinne. Da hätte ja sonst was passieren können. Guck dir das mal an. Das Handy lag auch, geht doch nicht. Das Handy lag auch im Fußraum. Das lag auf dem Fußboden, ja. Du hast jetzt nicht mit dem Handy auch noch Filme gemacht oder welche Fotos? Hallo? So, jetzt lassen Sie uns kurz mal mit Ihrer Tochter reden. Kannst du das mal entsperren? Der PIN ist 1010. An der Seite. So. 1010. Was hast du da? Sag mal, spinnst du? Selfies? Ja. Die TikTok. Ein Video? Das ist doch während der Fahrt gemacht worden, oder? Auf jeden Fall. Ja. Sag mal, weißt du eigentlich, wie gefährlich sowas ist? Ja, okay. Ich habe Selfies gemacht. Na, das ist ein anderes Video. Zeig noch mal das erste Bild, das ein bisschen verwackelt ist. Du klaust den Schlüssel und machst noch Selfies im Arsch. Hast du einen an der Pfanne, oder? Da hat sie sich erschrocken, ne? Ja. Und dann ist das Handy weggefallen. Oder runtergefallen. Ich wollte noch Bilder für meinen Freund machen. Aber doch nicht während der Fahrt, oder? Okay, also nochmal von vorne. Du hast das Handy in der Hand gehabt und deswegen warst du abgelenkt. Und deswegen hast du den Skateboarder angefahren. Ja, ich habe den nicht gesehen. Was lernen wir daraus? Kein Handy am Steuer. Ja, das zum einen. Und zum zweiten war das eine ziemlich bescheidene Idee.
Erstens, fahren ohne Fahrerlaubnis, weil du ohne eine Begleitperson noch nicht fahren darfst. Ja. Und zweitens, das Handy am Steuer. Der Führerschein ist erstmal weg. Der angefahrene Sohn hat sich von seiner Gehirnerschütterung schnell erholt.